Ich werde übrigens immer wieder gefragt, ab wann man denn Overwatchen kann und wie und warum und hin und her. Es gibt da diverse Voraussetzungen. Er ist einfach ein Hurensohn. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO Cheater wegklatschen. Er hat keinen Knife-Skin, alles klar, Cheats. Voll merkwürdig, wie der lag. Und voll merkwürdig, wie er durch die Wände sehen kann. Haben wir da etwa schon wieder... Da. Naja, gut, ich würde sagen, Wallhack ist schon confirmed. Da kann man gar nicht mehr, das kann man gar nicht mehr daupten. Das geht mal wieder recht schnell hier mit dem Erkennen der ganzen Chose. Es kommt mir auch so vor, dass wir, je mehr Overwatches wir machen, desto kritischere Fälle bekommen wir. Also desto krassere, eindeutigere Fälle erhalten wir. Die ersten 10 Leute, die waren einfach, ich weiß nicht, haben da überhaupt welche gecheatet? Ich musste da so oft Leute gehen lassen, weil sie scheinbar komplett clean waren. Und dann kommen plötzlich die Spinbotter mit so einem Kram. Demnächst haben wir noch einen mit Speedhackish. Okay, er will die von der Seite klatschen, er hat ja durch die Wand gesehen, dass von hinten keiner mehr an ihn rankommen kann. So, pass auf, da kommen sie jetzt von links. Guck mal, wie er sich schon hinstellt. Über ihm ist einer, den hat er wohl nicht gehört, weil er bescheuert ist. Jetzt versuche ich nur nach Aim zu schauen, nicht nach Wall. Deswegen schalte ich jetzt auch die Dinge aus, hier durch die Wand schauen. Wir haben vor kurzem im Livestream wieder zusammen hier Overwatch gemacht und da habt ihr mir den Tipp gegeben, dass ich dann diesen X-Ray ausschalten soll, damit ich so ein bisschen besser das Aim betrachten kann. Und das stimmt natürlich. Da bin ich nicht so abgelenkt und voreingenommen, weil ich halt eher dann doch Richtung Wall schaue. Man hört übrigens eine leichte Veränderung meiner Stimme, glaube ich. Also ich höre sie zumindest. Das ist so ein bisschen kratziger. War das jetzt ein Aim? Nee, ne? Ich habe euch ja gesagt, dass ich jetzt, dass ich fühle, krank zu werden und ich hoffe, es zieht sich nicht weiter durch, weil sonst wird es richtig, richtig bescheuert. Achtung. Guck mal, wie Ja, es wäre echt räudig, weil dann könnte ich keine richtigen Videos aufnehmen, wenn ich jetzt krank werden würde. Gerade jetzt, wo ich dann in die Zeit reinkomme, wo ich Zeit habe, ne? Und ich habe übrigens nochmal versucht, die Kamera so ein bisschen zu retten. Habe die Farben, damit der Greenscreen gescheit gekeyt wird, extrem hochgestellt. Jetzt leuchten meine Lippen wahrscheinlich ultra rosa. Aber hey, was soll's? Ich weiß genau, dass man die doch irgendwie retten kann, die Kleine da. Die Cam. Wenn er jetzt durch den Smoke einen killt, dann gut. Ich meine, eigentlich ist es eh wurscht. Der hat ja schon den Wallhack drin. Und Wallhack ist ja schon ein Grund, komplett den Wackband zu bekommen. Von daher ist der weitere Drücker Richtung Aim ja eigentlich irrelevant. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne mal sehen, ob er nochmal auffällig wird vielleicht. Bezüglich der Cam werde ich einfach später im Editing dann, wenn ich den Greenscreen rausgekeyt habe und das vielleicht dann hoffentlich etwas besser funktioniert hat als jetzt die letzten paar Male, dann werde ich die Farbintensität noch ein bisschen runterschrauben einfach, also videotechnisch. Da oben kommt gleich einer durch die Doors. Er versucht noch zu hiden, aber er ist einfach ein Hurensohn. Ich werde übrigens immer wieder gefragt, ab wann man denn Overwatchen kann und wie und warum und hin und her. Es gibt da diverse Voraussetzungen. Man muss zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Wins eingefahren haben. Man muss einen gewissen Skill haben, einen gewissen Mindestskill. Der Steam-Account muss x Jahre alt sein. Man muss selbst ein gewisses Alter haben. Man muss einiges an Spielstunden haben bei CSGO und so weiter und so fort. Also das Einfachste ist einfach geschwind googeln. Ich habe mir das damals einfach ergoogelt, die Informationen. Das hat vielleicht eine Minute gedauert, dann bin ich da gestanden, vollgepackt mit den Infos. An sich war der Leitspruch, glaube ich, wir suchen oder sie suchen Leute aus nach dem Motto, wem können wir am besten vertrauen? Und vertrauenswürdig sind natürlich Leute, die Erfahrung im Spiel haben, die schon eine gewisse Reife haben und so weiter und so fort. Also wenn ihr zwingend auch wissen wollt, was genau man erfüllen muss, um Overwatchen zu können, schaut einfach kurz in Google rein. Ich will jetzt keine Werbung für Google machen. Informiert euch einfach im Internet, ja? Aber an und für sich ist mir natürlich wurscht, ihr könnt mich gerne alles fragen. Nur bitte erwartet dann nicht immer, dass ich euch direkt die Antwort auf den Präsentierteller vorzeige, sondern ab und an müssen Dinge, weil ich es auch einfach nicht mehr weiß, erarbeitet werden, selbst. Ich werde oft Dinge gefragt, die ich vor 2-3 Jahren gemacht habe. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr, was ich da wie und warum gemacht habe. Ich bin halt schon alt, Wächter, vergisst man auch schnell mal ein paar Dinge. Guck mal, wie er so unaimt durch die Wall, der dreckige Hund. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Bezüglich dieser Aussage, eigentlich könnte ich ihm alles drücken. Andere Overwatcher müssen ja mit mir übereinstimmen. Wir sagen jetzt mal, es sind X Overwatcher, ja? Die der gleichen Meinung sein sollen wie ich, damit das durchgeführt wird. Heißt das jetzt, dass wenn ich Wallhack sage und X Leute auch Wallhack sagen, dass er dann gebannt wird für Wallhack? Oder heißt es, dass diese Leute komplett übereinstimmen müssen? Also wenn ich sage, kein Aim, aber Wallhack, kein Wurst, aber Grief. Müssen dann die Leute exakt die gleiche Reihenfolge haben? Nein, ja, damit der Bann eintritt? Oder ist der restliche Abgleich völlig egal, solange alle für Wallhack stimmen? Geht denn der Wallhack raus? Oder muss wirklich alles einzeln perfekt übereinstimmen? Weil wenn es nämlich perfekt übereinstimmen muss, dann schießt man sich natürlich selbst ins Bein als Overwatcher. Wenn man so aus Wut dem Cheater gegenüber einfach alles drückt, wobei er ganz sicher eines davon anhat, weil dann machen andere Overwatcher ihren Job vielleicht gewissenhafter und tragen eben nur den Cheat ein, der auch genutzt wurde und schon zählt die ganze Chose nicht, weil man selbst als ungültig zählt dann. Ne, weil man einfach alles gedrückt hat. Und ja, diese Fragen fallen nicht in den Bereich selbst ergoogeln, denn das ist das Call to Action, das ich ab und an einfach raushaue, ne? Damit ihr praktisch involviert werdet. Das ist ja auch diese... Und sowas, aber das ist euch ja sicherlich klar. Das würde mich doch sehr interessieren, ob das einige von euch wissen. Es gibt ja immer mal wieder so richtige Cracks unter euch, die sich Overwatch-technisch wirklich sehr gut auskennen, also auch Cheat-technisch, ihr Gauner. Und vielleicht weiß das ja jemand zufällig. Falls nicht, muss ich es mir selbst einführen, das Wissen. Wie dieser Dreckarsch auf ihn wartet. Komm nur, komm nur. Achtung. Plopp.
Aim ist einfach eine schwierige Sache. Wenn man ein richtig guter Spieler ist oder einfach gerade eine glückliche Situation hat, dann sieht es immer aus, als hätte man Aim an. Ich habe euch erzählt, ich habe vor kurzem wieder mit Big Wolle nachts gespielt und wir haben auf Keppel gespielt. Ich war der letzte Tee mit Glock gegen 4 CTs. Und alle sagen schon so, ja, Klatscher Kick, ne? Und ich gehe hin und falle den Dropper runter und gebe einfach rechts dem einen direkten Headshot. Da kommt links einer, ich drehe mich sofort in einer Drehung rüber und fick ihm in den Kopf und bin selbst so überrascht. Und dann gehe ich hinten durchs Fenster durch und dann stand da einer Connector oder wie das heißt bei der Tür. Dem drücke ich den nächsten Headshot rein. Da wirklich so bam, bam, bam. Und ich selbst so, wuhuhu. Und dann hat mich der letzte aber gefickt, also das Klatsch hat nicht funktioniert. In dem Moment hätte ich mir easy den Aimbot gegeben. Ich habe perfekte Züge so wuff, wuff auf die Köpfe gemacht. Das war einfach Glück und natürlich mein Highskill gemischt. Und stellt euch vor, jemand hat an mehreren Stellen im Spiel Glück. Ja, jeder kennt es, man spielt und sagt sich, oh mein Gott, wenn mich jetzt einer Overwatch, bin ich gebannt. Weil man einfach gerade so krass abgeht. Deswegen finde ich, ist Aim in einem gewissen Rahmen eine schwierige Geschichte. Natürlich gibt es auch komplett offensichtliche Aimbotter und sowas. Aber ja, Leute, ich muss mich wieder für die Daumen vom letzten Video bedanken. Es war so richtig krass. Es war einfach nur ein Infovideo und hat nach 12 Stunden oder so schon über 100 Daumen nach oben gehabt. Also wir kommen im Moment echt auf diesen Punkt, wo wir die 100 Daumen fast schon zu 100% am Start haben. Jedes Mal, das ist krass. Vor 2-3 Wochen waren es 50, die wir angepegelt hatten. Dass ich sagen konnte, jawohl, 50 Daumen ist bei meiner Community gar kein Problem. Und jetzt ist es einfach 100. Ihr seid wahnsinnig. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte jetzt mal noch weiter werkeln. Das nächste Giveaway wird ausgearbeitet und das Knife-Giveaway auch. Deswegen muss ich mich wieder ransetzen und weitermachen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, hallo, guten Tag. Doch, die Sachen sind gut, ne? Schon lecker, ne? Ja. Ja. Das ist gut.